Cyril Etter ist Gründer des Game Science Centers in Berlin und kennt unzählige Wege der Mensch-Maschine-Interaktion. Aber ein Computerspiel nur mit der Kraft seiner Gedanken zu kontrollieren, das ist auch für ihn neu. Doch genau das versprechen Firmen wie NeuroSky und Emotive. Ein Headset, das die Gehirnströme des Gamers misst, soll es möglich machen. Aus Gedankenspielen soll so Spielen per Gedanken werden. Etter hat das sogenannte Neurogaming ausprobiert. Und er ließ virtuelle Landschaften allein durch seine Vorstellungskraft entstehen. Es war unglaublich komisch. Also wann denkt man schon was und es passiert? Also es ist wirklich ein schönes Gefühl und ich freue mich auch auf die Zukunft, wenn das richtig funktioniert. Also, es hat unglaublich viel Potenzial. Es ist einfach noch wirklich sehr in den Kinderschuhen. Bisher können die Apparate nur ein paar simple Kommandos aus den Gehirnaktivitäten lesen. Und auch diese wenigen Befehle müssen Mensch und Maschine erst einüben. Vom Spieler verlangt das höchste Konzentration. Jeder denkt, oh, mit dem Denkcontroller habe ich sofort alles mega einfach, sondern ich denke nur noch dran und dann passiert. So ist es leider nicht. Es ist wirklich ein sich dran gewöhnen. Es ist wie eine Sprache zu sprechen mit seinen Gedanken. Neurogaming ist erst der Anfang. Hacker und Forscher befehligen bereits Drohnen und Autos mit der Kraft ihrer Gedanken. Der Neurowissenschaftler Benjamin Blankertz hält solche Projekte für interessante Spielereien. Sie sollen die Grenzen der Technologie ausloten. Aber alltagstauglich wären solche Anwendungen nicht. Denn im menschlichen Gehirn spielen sich viele Prozesse gleichzeitig ab. Einen einzelnen Gedanken mittels Gehirnstrommessungen aus diesem Tohuwabohu herauszufiltern, ist schwer. In Laborexperimenten, wo man viele Bedingungen konstant halten kann, mag das noch ganz gut funktionieren. Aber so im tatsächlichen Leben, wo überraschende Einflüsse passieren können, denke ich, wird das nicht möglich sein. Der Jungunternehmer Willi Döring will das Neurostirnband stattdessen als ein Wellness-Produkt vermarkten. Mit seinem Start-up NeuroFox entwickelt er eine Art Fitness-App fürs Gehirn. Das Stirnband und die Software von NeuroFox machen die unbewussten Gehirnaktivitäten höher und sichtbar. Wenn die Gehirnwellen in einem bestimmten Frequenzbereich schwingen, belohnt die Software das mit einem angenehmen Ton oder mit einer Visualisierung. So soll der Nutzer lernen, sich bewusst zu entspannen oder zu konzentrieren. Neurofeedback-Training nennen die Experten das digital gestützte Gehirnjogging. Und das unterscheidet sich gar nicht so sehr von der analogen Variante, sagt Döring. Ich könnte jetzt auch monatelang ins Kloster gehen. Das ist der lange und saubere Weg sozusagen. Neurofeedback an sich ist insofern aber auch sauber. Es gibt mir bloß die Inspiration fürs Meditationstraining. Im Prinzip kann man sagen, es ist Meditation mit Stützrädern. Döring bezeichnet sich selbst als Neurohacker. Das heißt, er will sich und andere Menschen mit Hilfe von Technologie und Hirnforschung weiterentwickeln. Für ihn ist das Gehirn ein Muskel, den man durch Meditation trainieren kann. Die Daten aus dem NeuroFox sollen das beweisen. Ich bin da guter Dinge, dass das zumindest ein Schritt in die richtige Richtung ist. Vor allen Dingen für viele Menschen, die sagen jetzt, okay, Meditation, das ist sehr esoterisch, vielleicht damit möchte ich nicht unbedingt was zu tun haben. Der Erfolg von Meditations-Apps wie Headspace zeigt, es gibt eine große Nachfrage nach mentalem Training, das ohne östliche Spiritualität, das ohne Shiva, Chakti und Chakren auskommt. Auch für Cyril Etter machen Meditations-Apps viel mehr Sinn als etwa das Neurogaming. Denn um einen Computer zu bedienen, hat ein gesunder Mensch zum Glück ohnehin ganz andere Möglichkeiten. Der mächtigste Weg vom Hirn, denke ich, mit der Welt zu interagieren, ist eben durch die Hände, durch das, was auch dafür gemacht ist, zum Interagieren. Sprich, wirklich die zu übergehen, sozusagen die Hände zum passiven Zuschauer zu machen und alles direkt mit, ist, denke ich, auch nicht zwingend ganz so effizient. Tasten und Touchscreens haben also noch lange nicht ausgedient. Und vielleicht liegt die Zukunft der Neurowearables ja jenseits der Selbstoptimierung und Unterhaltungsindustrie. Vollständig gelähmte Menschen zum Beispiel können durch Gehirn-Computerschnittstellen Prothesen bedienen oder mit Gedankenkraft schreiben. Dafür war bisher immer ein Gehirnchip nötig. Vielleicht kann auf diesen Eingriff bald verzichtet werden. Insofern lohnt es sich eben doch, verrückte Experimente zu wagen, auch wenn die auf dem Massenmarkt vielleicht nie ankommen.